Hallo, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein kleines aufgebrauchtes Video. Wenn du also wissen möchtest, was ich hier aufgebraucht habe im letzten Monat und wie ich die Produkte finde, dann bleib doch einfach dran. Ich bin gerade mit dem Mittagessen fertig geworden. Ich habe so ein bisschen Haushalt geführt und dann habe ich gedacht, Dani, du könntest jetzt eigentlich auch den Müll entsorgen. Ja, und das verbinde ich mit einem Aufgebraucht-Video. Ich werde alle Kosmetikprodukte in die Kamera halten und dann was Kleines dazu sagen. Starten wir mit einem Shampoo von Balea Intensivpflege Shampoo mit Vanilleduft und Mandelöl. Riecht wunderbar nach Vanille, nach weißer Schokolade so ein bisschen, finde ich. Und ja, das habe ich eigentlich ganz gerne benutzt. Der Duft blieb auch eine Weile in den Haaren und von daher habe ich da nichts zu beanstanden. Ich würde mir wieder kaufen. Das ist für beanspruchtes und geschädigtes Haar. Und weil ich Vanille ja so gerne mag, habe ich auch eine Cremedusche von Balea aufgebraucht. Cozy Dream duftet nach Vanille und einem Hauch von Kaschmir. Habe ich auch sehr, sehr gerne in der Dusche benutzt. Das ist eine LE. Ob es die noch zu kaufen gibt, weiß ich leider nicht. Aber ich finde die Cremeduschen oder die Duschgele von Balea im Allgemeinen sehr gut. Dann habe ich hier eine Handseife von Balea, Hawaiian Dream, in dieser wunderbaren süßen Verpackung. Und es riecht nach Strand, ja, es riecht nach Urlaub und nach Strand, so wie der Name auch schon sagt, Hawaiian Dream. Ein sommerlicher Duft nach Kokosnuss. Dann ein Waschgel von Balea. Ein Oldtimer, würde ich sagen. Also was heißt ein Oldtimer? Benutze ich schon Jahrzehnte. Das hat in diesen Jahrzehnten das Design verändert. Sieht im Moment auch wieder ganz anders aus als diese Flasche hier. Und das ist ein Waschgel, was meine Haut sehr, sehr gut vertragen hat. Es duftet frisch, es macht sehr sauber, hat alles gereinigt, was ich von meinem Gesicht haben wollte. Und von daher ist es auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Das ist für normale und Mischhaut. Das Mundwaschgel. Das Mundwasser von Listerine Advanced State White. Das soll die Zähne angeblich so ein bisschen heller machen, beziehungsweise die Verfärbung entfernen. Habe ich jetzt so nicht großartig gemerkt, den Unterschied zu anderen Mundspülungen, genau. Aber es ist halt sehr mild, ja. Es ist nicht so stark wie die anderen Listerine-Produkte. Und das habe ich eigentlich auch schon im Backup. Zwei Zahnpasta habe ich aufgebraucht von Nu Skin. Ja, das ist eine Firma, die mit Vertriebspartnern arbeitet. Das ist die AP24 Zahnpasta. Die soll die Zähne vor Verfärbungen schützen. Ja, also wer viel Kaffee trinkt und viel Tee trinkt und halt alles zu sich nimmt, was Verfärbungen auf den Zähnen hinterlässt, davor schützt diese Zahnpasta. Sie legt eine Art Film um die Zähne und die Verfärbungen haben also keine Möglichkeit, sich an den Zähnen festzuhaften. Fand ich gut. Ob ich mir jetzt weiter nachkaufen werde? Erstmal nicht, weil die haben ja auch ihren Preis. Die sind auch ihren Preis wert. Aber ich habe gedacht, ich benutze die schon jahrelang. War eigentlich immer ganz zufrieden. Jetzt möchte ich gerne auch mal Zahnpasten in dieser Art, die gibt es auch in der Drogerie, ausprobieren, ob die dann wirklich die gleiche Wirkung haben wie diese hier. Dann ein 24-Stunden-Mini-Deo von CD. Ohne Aluminium, praktisch für unterwegs, ein ganz schöner pudriger Duft. Ja, ist aber schnell aufgebraucht. Ich weiß nicht, wie viel mal pumpen musste ich. Ich weiß nicht, hält jetzt nicht ewig lange. Da sind jetzt auch nur 50 Milliliter drin. Ist, denke ich mal, eine Probiergröße gewesen. Dann ein Nagellackentferner von Isana, acetonfrei. Normalerweise benutze ich die Nagellacke mit dem Schwamm drin. Das heißt, wo man diese Dosen, wo ein Schwamm drin ist und wo man sich dann den Finger reinsteckt, so ein bisschen rumdreht und dann ist der Nagellack schon ab. Das ist ein Nagellack, wo man dann hier oben einen Wattepausch
Wattebausch drauflegt, einmal pumpt und dann saugt sich der Wattebausch voll und dann kann man mit dem Wattebausch über den Nagellack gehen und das Ganze entfernen. Ich hatte letztens einen Action-Haul gehabt, da habe ich einige Masken gekauft und einige davon habe ich jetzt schon aufgebraucht, unter anderem die von Action und dann auch noch von DM. Starten wir die von Action. Das ist hier eine koreanische Maske, Face Sheet Mask mit Kamille-Extrakt, made in Korea, und eine aus der gleichen Reihe mit Kirsche. Die mit Kirsche habe ich tatsächlich nicht so gut vertragen. Ich weiß nicht warum, aber es fing an so ein bisschen so zu brennen auf der Haut. Deswegen habe ich die jetzt nicht ganz lange drauf gehabt auf dem Gesicht. Im Gegensatz zu dieser hier hat sie gebrannt. Diese hier habe ich sehr, sehr gut vertragen. Ebenfalls vom Action im Viererpack gab es die. Diese unter den Augen Pads. Tuchmaske für unter die Augen. Mit Gurke konnte ich mega, mega, mega gut vertragen. Ich habe sie mir dann morgens auf die Augen gelegt, beziehungsweise hier unter die Augen. Und es hat sofort dann die Schwellungen abgemildert. Ich werde sie mir auf jeden Fall nachkaufen. Die sind auch super günstig gewesen und haben ihren Job sehr, sehr gut gemacht. Ich benutze viel lieber nur unter die Augenmasken als diese kompletten Gesichtstuchmasken, weil die einfach aufzutragen sind, ganz schnell. Man kann sich auch bewegen, ja, man kann nebenbei noch putzen oder was auch immer. Im Vergleich zu den anderen großen Masken, da muss man ein bisschen stiller sitzen, damit das Ganze nicht verrutscht. Das ist zum Beispiel von Garnier Skin Active mit Hyaluronsäure. Dann hier einmal Half Million Probiotics, ebenfalls von Garnier. Und die Hydra Bomb Augentuchmaske gegen Tränensäcke und Augenringe. Das hatte ich noch übrig gehabt, ich glaube vom letzten Jahr, ist aber noch haltbar gewesen. Die habe ich für meine Kinder gekauft. Eine wurde aufgebraucht, diese wurde nicht benutzt. Und da habe ich gedacht, komm, bevor sie denn kaputt geht, nutze ich sie selber. Hatte halt einen kühlenden Effekt gehabt, hat wunderbar süß geduftet. Tuchmaske Magic Forest von Balea. Dann habe ich hier einmal dekorative Kosmetik komplett aufgebraucht. Das ist von M. Asam, der Concealer. Der ist richtig gut. Ich war begeistert und der ist leider komplett runtergedödelt, wollte ich schon sagen, aufgebraucht. Ja, also da kommt nichts mehr raus. Da kann ich dran drehen, wie viel ich will. Geht nicht. Richtig gut. Es kroch nicht in die Fältchen, hat nicht ausgetrocknet, hat wirklich sehr, sehr gut die Augenringe kaschiert, hat das Ganze unten aufgehellt. Also ich werde mir das auf jeden Fall nachkaufen von M. Asam. Das war das schnelle, kurze Aufgebraucht-Video. Ich werde den Müll jetzt entsorgen und mich dann weiter an den Haushalt machen. Euch wünsche ich einen wunderbaren Start in den Tag, in die Nacht, in den Abend, wann immer ihr dieses Video schaut. Und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.